Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3, das ist der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Hessisches Gesetz zur Beschränkung von dienstlichen Kurzstreckenflügen im Rahmen des Hessischen Reisekostengesetzes. Ich erteile zur Einbringung des Gesetzentwurfs Herrn Kollegen Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Und vor allem liebe Menschen, die am letzten Freitag bei den großen Friday-for-Future-Demonstrationen dabei gewesen waren und teilgenommen haben. Und ich glaube, wenn ich hier in die Reihe und in die Runde gucke, das waren einige von uns. Und das ist gut so. Und ich begrüße auch und grüße auch die Aktivistinnen und Aktivisten von Car is Over, von Sand im Getriebe, von Extinction Rebellion und all denen, die uns Druck machen an dieser Stelle und uns eindringlich auffordern, endlich zu handeln. Ja, ich muss sagen, ihr habt recht. Es ist Zeit für eine entschiedene Maßnahme für Klimaschutz. Und die eingebrachten Gesetzesänderungen zum Hessischen Reisekostengesetz ist eine der vielen Möglichkeiten, die wir haben, zu zeigen, dass wir das Zeichen der Zeit verstanden haben, dass die Zeit zum Handeln abläuft und dass wir jetzt auch umsetzen, was wir in der einen oder anderen Talkshow ankündigen. Kurzstreckenflüge, meine Damen und Herren, sind überflüssig und ökologisch nicht vertretbar. Und dazu gehören vor allen Dingen auch die Flüge, die innerhalb von Deutschland bequem auf die Bahn verlagert werden können. Die hessische Umweltministerin behauptet, Hessen hätte nur einen Einfluss auf 20% des CO2-Ausstoßes. Und bei 80% der Maßnahmen verweist die Ministerin auf die EU, auf den Bund, auf die Kommunen, auf die Verbraucherinnen, auf wen auch immer, aber nur 20% könnte das Land Hessen tatsächlich beeinflussen. Meine Damen und Herren, bei Dienstreisen kann die hessische Landesregierung, nein, sie muss hier sogar handeln. Frau Ministerin, woher Sie die Zahl haben, aber selbst wenn es nur 20% wären, dann ist es an der Zeit, zumindest diese 20% konsequent zu nutzen. Die Hessische Landesregierung würde damit einen Beitrag leisten, nicht nur CO2 einzusparen, sondern auch den Lärm am Flughafen zu reduzieren und den Ausstoß von flugbedingtem Feinstaub in der Region deutlich zu vermindern. Meine Damen und Herren, 1,4 Millionen Menschen waren letzten Freitag auf der Straße unter dem Motto „Alles fürs Klima“. Und es gibt eine ganz, ganz klare Forderung, die von diesen Menschen, es war im Übrigen die größte Demonstration, die es in Deutschland bisher gegeben hat und die es weltweit gegeben hat, die klare Forderung heißt, endlich entschieden zu handeln und nicht vertrösten und nicht hinhalten. Und gleichzeitig hat das sogenannte Klimakabinett ihre Maßnahmen vorgelegt. Unisono, Experten, Wissenschaftler sind sich einig, das Klimakabinett hat an dieser Stelle versagt. Die Maßnahmen verfehlen ihr Ziel. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle wissen das. Aber wir hoffen, in ferner Zukunft werden wir irgendetwas erfinden, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden. Das ist so, als wenn man beim Start eines Fluges nach Berlin hoffen würde, dass der BER dann doch eines Tages noch öffnen würde. Aber sind wir ehrlich, wir spielen auf Zeit und wir laufen Gefahr, die Zukunft der nächsten Generation zu verspielen. Greta Thunberg sagte dazu beim Klimagipfel in New York, wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens, und alles, worüber ihr reden könnt, ist das Geld und die Märchen vom wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr das wagen? Wie könnt ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit euren leeren Worten? Ja, meine Damen und Herren, sie hat recht, und das, was sie gesagt hat, müsste uns beschämen. Die Forderung, die Flüge auf die Züge zu verlagern, ist richtig, und die Zeit dafür ist jetzt. Der CO2-Verbrauch eines Flugzeuges liegt im Vergleich zu dem eines Zuges um das Achtfache höher. Und wenn wir mal schauen, jetzt kommt noch das Argument der Frage von Zeitersparnis. Der Flug von Frankfurt nach Berlin dauert ungefähr 2 Stunden, inklusive Boardingzeit, Security-Check und Check-in. Ja, der Zugfahrt, die ist mit 4 Stunden zu veranschlagen. Wir finden aber als LINKE die Zeitersparnis dieser 2 Stunden rechtfertigt unsere Anstrengungen und das Ziel des Klimaschutzes rechtfertigt, die Flüge auf die Züge zu verlagern. Es ist ein klarer, vertretbarer Aufwand.
Ich glaube, es lohnt nicht, auf die Zwischenrufe der AfD an der Stelle einzugehen. Wir müssen uns einfach entscheiden, was uns wichtiger ist, der Klimaschutz oder der enge Terminplan. Und wenn jetzt der Vorschlag kommt, na ja, wir kaufen dafür Zertifikate. Meine Damen und Herren, was ist das anderes als ein billiger Ablasshandel? Das muss ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Es ist ein Ablasshandel, wenn Zertifikate gekauft werden, damit woanders Bäume gepflanzt werden. Meine Damen und Herren, wir hier in Hessen haben die Verantwortung für unser Tun und unser Handeln, und wir können es nicht einfach auf andere übertragen und sagen, die mögen den Dreck für uns wegmachen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir angucke, wie die Preisgestaltung bei Flügen ist, dann ist es häufig festzustellen, dass Fliegen immer noch das billigste Verkehrsmittel ist. Aber das darf so nicht bleiben, wenn wir tatsächlich die Klimakatastrophe, wenn wir der entkommen wollen. Und die Verdoppelung der Luftverkehrsabgabe, die Verdoppelung der Luftverkehrsabgabe von 7,13 € auf 14,20 € wird darin überhaupt nichts ändern. Der Luftverkehrssektor, meine Damen und Herren, hat bisher keinen vernünftigen Beitrag zur Reduktion von Kohlendioxid beigetragen. Vielmehr sind die Emissionen in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen, und sie wachsen täglich weiter. Allein 2017 flogen knapp 2 Millionen Passagiere von Frankfurt von und nach Berlin. Die könnten problemlos durch die Bahn ersetzt werden. Und das bedeutet jeden Tag 80 Starts und 80 Landungen, die sofort ersetzbar wären. Ähnliches gilt für Orte wie Hamburg oder München. Die Landesregierung muss jetzt Farbe bekennen. Weil, vielleicht macht ihr das nachher noch einmal untereinander. Die Landesregierung muss Farbe bekennen. Die Klimakrise werden wir nicht mit heißer Luft aufhalten können. Entscheidend ist in der Tat, was hinten rauskommt. Und in diesem Fall geht es um die Frage, wie viel CO2 kommt dabei raus. Und da kann die Antwort nur heißen, wir verpflichten uns, wir verpflichten die Minister, wir verpflichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen für die Strecke nach Berlin, und das ist die häufig genutzte Strecke, wir verpflichten sie dazu, die Bahn zu benutzen. Und deshalb haben wir in unseren Gesetzentwurf auch reingeschrieben, dass nicht nur das wirtschaftlichste Verkehrsmittel zu wählen ist, sondern genauso die ökologische Komponente zu berücksichtigen ist. Meine Damen und Herren, das ist etwas, was tatsächlich nach vorne geht. Klimaschutz muss auf allen Ebenen angegangen werden, und es reicht eben nicht, die Verantwortlichkeiten immer auf andere Ebenen zu verweisen. Das müssen wir beenden, meine Damen und Herren, sonst werden wir uns den Herausforderungen, die uns diese 1,4 Millionen Menschen, die auf der Straße waren, ins Stammbuch geschrieben haben, sonst werden wir dem nicht gerecht. Wir fordern dazu auf, endlich Schluss zu machen mit der Verantwortungslosigkeit und Farbe zu bekennen. Dazu haben Sie heute die Gelegenheit, und dazu werden Sie von den nachfolgenden Generationen gemessen werden. Vielen Dank für Ihre Geduld. Herzlichen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Gagel. Bitte schön. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Die vorliegende Gesetzesinitiative der LINKEN hat alles, was man so von linker Seite typischerweise gewohnt ist. Einen dirigistischen Eingriff in die persönliche Freiheit, das zweckmäßige Verkehrsmittel wählen zu dürfen. Zweitens die Anwendung des allgemeinen Klimadiktats als Begründung für eine gesetzliche Regelung. Und drittens Umweltschutzziele, die vorgeben, dem Nutzen der freien Wahl des Verkehrsmittels aufgrund ihrer moralischen Wirkung weit überlegen zu sein. Ein typisch linkspopulistischer Antrag. Ich will auf den Klimabegriff, genauer gesagt das Klimadiktat, heute einmal näher eingehen, da dieses uns ja in dieser Plenarwoche immer wieder begegnen wird. Wir haben in diesem Land unter starker Mitwirkung der Medien einen Grad an zwanghafter Panik mittlerweile erreicht, den vermeintlichen Weltuntergang, der irgendwann so zwischen 2030 und 2050 ja passieren wird, je nach Grad der Klimapanik verhindern zu müssen. Um es hier ganz offen zu sagen, meine Damen und Herren, ich bin ein Klimadissident. Die AfD-Fraktion sind Klimadissidenten in der heraufziehenden Klimadiktatur. Es beklemmt mich ein Gefühl,
dass wir immer weiter in eine Richtung laufen, in der es verpönt, sich kritisch zu Klimaschutzmaßnahmen äußern zu dürfen. Zu sagen, es wird keinen Weltuntergang aufgrund des Klimawandels geben und alle sogenannten Klimaschutzmaßnahmen sind nutzlos, ist ein Tabu. Wir Klimadissidenten werden, wie in Diktaturen üblich, Herr Frömmrich, an den Pranger gestellt und als Klimaleugner von Ihnen übrigens tituliert. Und ja, ein Klimaleugner muss wohl ein böser Mensch sein, denn er ist mit dem höheren moralischen Ziel derzeit nicht einverstanden. Die Klimaleugner sind damit Menschen zweiter Klasse, werden in den Medien ignoriert oder lächerlich gemacht. Denn wie schon der von der Landesregierung als Klimaprofessor auserkorene Dr. Lesch in absolutistischer Form auf dem letzten Klimaempfang sagte, Zitat, über den Klimawandel und seine Ursachen darf nicht mehr diskutiert werden. Auch die Bundesregierung hat am 20. September weitreichende Maßnahmen beschlossen, Steuererhöhungen im Namen des CO2- und des Klimadiktats durchzusetzen. Und dies zu Zeiten von Milliardenüberschüssen im Bundeshaushalt und der höchsten Steuerlast in der gesamten EU. Die Bevölkerung wird ausgequetscht wie eine Zitrone. Der Staat wirft das Geld mit vollen Händen in Projekte, die unter dem Klimadiktat stehen, wie z. B. die inzwischen gescheiterte Energiewende, die Verkehrswende, allesamt abstrakte und wirtschaftlich fatale Klimaziele. Milliarden über Milliarden, alles nutzlos. Während Brücken, Straßen und die Infrastruktur marode bleiben, Investitionen in die Schienenwege der Bahn oder neue Züge zurückgefahren werden oder ganz unterbleiben, während die Bevölkerung zusehends in immer breiteren Schichten in die Altersarmut rutscht, presst der Staat die Bürger immer weiter aus und verschleudert das Geld in sogenannten Klimaschutzmaßnahmen. Mit Ihrem Gesetzesvorschlag durch Änderung des Hessischen Reisekostengesetzes innerdeutsche Kurzstreckenflüge zu verbieten, wird die Wirkung genauso gleich null sein wie anderswo auch. Ihr Gesetzentwurf sieht den Umstieg auf die Bahn vor. Ich frage Sie, werte Kollegen der LINKEN, wann sind Sie denn das letzte Mal Montagmorgen oder Freitagabend ICE gefahren? Zum Beispiel von Frankfurt nach Berlin und zurück, ausgebuchte und überfüllte Fernzüge, defekte Züge, Zugausfälle wegen Überlastung. Die Bahn fährt schon am Limit, und dann sollen mal eben alle Kurzstreckenpassagiere aus Hessen diese aufnehmen? Typisch linke Planwirtschaft, das Chaos ist fortprogrammiert. Als Nachfolgepartei der SED interessieren Sie sich natürlich nicht für die wirtschaftlichen Konsequenzen Ihres Verbotsgesetzes. Wenn innerdeutsche Flugreisen sukzessive verboten werden, werden sich die Lufthansa und andere Reiseanbieter darauf einstellen müssen, und es wird mal wieder Arbeitsplätze kosten. Die Pleite von Thomas Cook und das aktuelle Hilfsprogramm für die in Hessen ansässige Condor zeigen doch, wie es um die Reise- und Flugbranche momentan bestellt ist. Und das wollen Sie noch verschärfen, Öl ins Feuer zu gießen? Natürlich finden Sie als SED-Nachfolgepartei keinen Anstoß daran, noch einen Wirtschaftszweig durch Ihre verfehlte Wirtschaftspolitik über die Klinge springen zu lassen. Statt mal wieder mit neuen Verboten aufzuschlagen, sollten Sie sich lieber einmal mit den Reisegewohnheiten von Frau Merkel und Frau Karrenbauer beschäftigen, die von einem Klimagipfel zum nächsten jetten, allerdings getrennt mit zwei Langstreckenflugzeugen der Flugbereitschaft statt mit einem. Mehr Heuchelei geht nicht. Von den Autofahrern fordern Sie Carpools und Carsharing, übrigens auch, liebe grüne Fraktion, Carpools und Carsharing, aber ein Jetsharing für Merkel und Kramp-Karrenbauer, das geht nicht. Wenn die Kanzlerin und ihre Verteidigungsminister mit demselben Reiseziel sich kein Flugzeug teilen,
Warum soll dann der einfache Bürger, Herr Bellino, der einfache Bürger und Beschäftigte des Landes Hessen auf seinen effizienten und je nach individueller Reiseplanung schnellen Kurzstreckenflug verzichten? Längerer Reiseweg, um das Klima zu schützen, also eine Schaunummer wie die Yachtreise der Klimapäpstin Greta nach New York. Und das fünfköpfige PR-Begleitteam nimmt den Flieger nach New York. Mit Ihrem populistischen Verbotsgesetz zu Kurzstreckenflügen, meine Damen und Herren von der LINKEN, machen Sie sich total lächerlich. Das Klimadiktat, und wir werden es in dieser Plenarrunde noch öfter zu sprechen kommen, ist eine nutzlose Ideologie, die wissenschaftlich äußerst fragwürdig ist, sich aber für Ihre politischen Zwecke hervorragend instrumentalisieren lässt. Und das tun Sie immer wieder. Der Gesetzentwurf der LINKEN ist aus den besagten Gründen nicht das Papier wert, auf dem er steht. Klima kann man nicht schützen. Klimaneutralität gibt es nicht. Die AfD lehnt den Gesetzentwurf daher ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Das war zeitlich eine Punktlandung. Nun von den GRÜNEN, Kollege Grunemann. Kollegin Krone. Die hat heute Geburtstag. Nee, die hatte schon. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen zur Realität zurückzukommen. Wir haben es ja, also der Kollege Felstehaus hat es vorhin ja gesagt, ca. 1,4 Millionen Menschen sind, darunter viele Kinder, viele Jugendliche, sind dem Aufruf des Klimastreiks gefolgt und am Freitag auf die Straßen gegangen, um ein deutliches Zeichen für einen echten Klimaschutz und damit für eine Zukunft zu setzen. Das war eine starke Botschaft, und vor allem war sie klar und deutlich. Was die Bundesregierung daraus gemacht hat, darüber reden wir noch an anderer Stelle. Aber ich sage nur so viel, enttäuschend ist es auf jeden Fall, vor allem für die Menschen, die am Freitag auf die Straße gegangen sind. Und umso wichtiger ist es, dass wir in Hessen alle uns zur Verfügung stehenden Hebel und Steuerungsinstrumente nutzen, um die Treibhausgasemissionen zu senken und die Klimaziele einhalten zu können. Und ja, die Landesregierung muss bei der Klimaneutralität mit einem guten Beispiel vorangehen, weshalb wir im Koalitionsvertrag ja auch festgehalten haben, dass die Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein soll. Und im Prinzip geht es da um die Minderung von Emissionen, die Substitution von Emissionsquellen und da, wo es noch keine Alternative gibt, auch um die Kompensation. Das bedeutet z.B. die energetische Sanierung von landeseigenen Gebäuden. Die Landesregierung plant ja auch mit dem CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm Hochschule 200 Millionen € in die Hand zu nehmen, um die Hochschulgebäude energetisch zu sanieren. Und mitgedacht ist da vor allem auch der Wechsel von fossilen hin zu umweltfreundlichen Wärme- und Energieträgern sowie die Verstärkung der Eigenstromversorgung. Aber natürlich müssen wir uns auch die Frage stellen, wie können wir dafür sorgen, dass die Mobilität der Landesverwaltung möglichst emissionsarm gestaltet werden kann. Insofern finde ich ja Ihre Überlegung auch richtig, zu schauen, wo wir da ansetzen können. Sie schlagen ja vor, Pauschaldienstreisen über Inlandsflüge weder genehmigt noch, dass sie weder genehmigt noch erstattet werden sollen. Und was mich ein bisschen verwundert, also Kurzstreckenflüge kommen da explizit nicht drin vor. Und wir wissen ja, es gibt Strecken ins Ausland, die sind kürzer als die innerhalb Deutschlands. Und deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob der von Ihnen gewünschte Effekt damit auch erreicht wird. Eine Strategie, um das tatsächlich anzugehen, heißt, wie schon angedeutet, vermeiden, verlagern und kompensieren. Die besten Verkehre sind die, die nicht stattfinden. Und nun leben wir doch in einer Zeit, in der es den Anspruch gibt, immer überall zu sein. Und das führt im Mobilitätsbereich dazu, dass Wege mit Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, die man für diese Zwecke vielleicht eigentlich nicht nutzen würde.
um ein bestimmtes Pensum zu schaffen. Und das ist einer bestimmten Entwicklung unserer Gesellschaft geschuldet, bei der man vielleicht noch einmal grundlegend überlegen sollte, ob das tatsächlich der Anspruch ist, an den wir uns alle irgendwie an uns selbst stellen und auch an andere stellen. Und natürlich haben wir durch die Digitalisierung auch noch die Möglichkeit, da auf andere Alternativen zurückzugreifen und Wege vielleicht nicht zurückzulegen. Und wir müssen wirklich dort alle Mittel nutzen, die wir zur Verfügung haben. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, es lassen sich nicht alle Wege vermeiden. Und das ist aber auch in Ordnung. Aber hier greift der Punkt der Verlagerung. Und hier ist auch klar, es ist auch schon angesprochen worden, emissionsarme Verkehrsmittel haben an dieser Stelle immer den Vorrang. Und wenn es doch nicht anders geht, und wenn es doch nicht anders geht, und das ist in der Realität manchmal einfach so der Fall, dann ist klar, für die Emissionen, die anfallen, muss eine Kompensation stattfinden. Und Herr Finanzminister Schäfer hat dazu heute in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass Hessen ab dem nächsten Jahr Emissionsrechte erwerben wird, um ca. 60.000 Tonnen CO2 jährlich auszugleichen, die durch Dienstreisen von Mitarbeiterinnen des Landes anfallen. Und mit diesem Ausgleich wiederum, ich weiß, Sie kritisieren das, aber werden konkrete Klimaprojekte auch auf internationaler Ebene finanziert. Und uns ist vor allem wichtig, dass das nachvollziehbar ist, dass wir konkret nachschauen, was passiert denn mit diesen Investitionen und dass es überprüfbar bleibt. Wir sind damit eines der ersten Bundesländer, die das tun. Und vielleicht können sich ja auch hier bald andere Länder anschließen. Vielleicht dauert das ein bisschen länger, bis man so etwas auf den Weg bringt. Aber Sie können das interpretieren, wie Sie wollen. Um es zusammenzufassen, wir müssen an einigen Stellen, an vielen Stellen die entsprechenden Maßnahmen auch umsetzen, um das Ziel zu erreichen. Aber hoffentlich haben Sie verstanden, wir sind auf einem guten Weg. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ich rufe jetzt Günther Rudolph für die SPD auf. Auch er darf, wie lange reden wir eigentlich? 10 Minuten. Muss aber nicht sein. 7,5 Minuten. Auch gut. Herr Präsident, Sie wollen mich ja nicht in der Redezeit einschränken, wie ich Sie kenne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Frau Kollegin Grohmann jetzt bei Ihnen auch genau zugehört. Sind die GRÜNEN jetzt für das Verbot von innerdeutschen Flügen oder nicht? Ich habe das nicht so ganz klar herausgehört. Es war so ein Wechsel, es war so ein Wischiwaschi-Kurs der GRÜNEN-Fraktion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Kollege Festinghausen von der linken Fraktion, das war so diese Metaebene, wie es heißt, natürlich. Ja, und die GRÜNEN natürlich sofort, was im Klimakabinett beschlossen wurde, ist alles nichts. Das werden wir dann am Donnerstag und morgen diskutieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir anschaue, was der dann doch nicht zustande gekommene Koalitionsvertrag von CDU, GRÜNEN und FDP auf Bundesebene zu dem Thema sagt, ist das ein gelungener Wurf, was jetzt in Berlin verhandelt wurde, um das mal auch relativ deutlich zu sagen. Aber geschenkt von der Metaebene weg, mal runtergezont, damit es auch mal ein bisschen deutlicher wird. Weil über die Metaebene lässt sich ja auch gut philosophieren. Wir müssen etwas machen für den Klimaschutz. Ja, das sagen wir. Eine Fraktion sagt es nicht, Entschuldigung. Also 5 Fraktionen sagen, jawohl, beim Thema Klimaschutz müssen wir etwas tun. Es gibt eine Klimakatastrophe. Eine Fraktion ignoriert das ja. Aber da müssen wir uns auch nicht näher mit auseinandersetzen, meine Damen und Herren. Jetzt auf der Ebene, was können wir alle als Beitrag leisten? Der Gesetzentwurf der Fraktion Die Linken beinhaltet, dass das Reisekostengesetz so geändert wird, dass innerdeutsche Flüge nicht mehr stattfinden oder dass sie dann wenigstens nicht mehr mit finanziellen Mitteln ausgeglichen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann man machen. Ja, innerdeutsche Flüge, auch das ist die Positionierung der SPD, müssen nicht sein. Ob man das in der Absolutheit macht, weiß ich nicht. Es muss Alternativen geben.
Ja, übrigens ein Punkt, den hätten Sie dann fairerweise erwähnen können. Der Teil, der relativ unstrittig nur positiv begleitet wurde, war der Teil zum Ausbau der Bahn, zu Investitionen in die Bahn als eine Alternative, als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Sind die geplanten Investitionen in den nächsten Jahren bis 2030 in die Deutsche Bahn. Und das ist der richtige Ansatz. Das ist eine vernünftige Alternative, statt innerdeutscher Flüge die Bahn zukunftsfähig zu machen, weil die ist tatsächlich umweltfreundlich. Und wenn wir sagen, ja, Autofahren ist ja auch eine Belastung der Umwelt, dann brauchen wir ein attraktives ÖPNV-Angebot. Da ist in den letzten 25 Jahren in der Infrastruktur in Hessen eher wenig bis gar nichts passiert. Und wenn es auch darum geht, zu sagen, was können wir als Politiker leisten, sind wir Vorbilder, dann finde ich ja. Und Herr Al-Wazir, weil Sie da sind, wenn ich Billiganbieter wie Ryanair an den Flughafen nach Frankfurt locke, und Fliegen relativ günstig ist, dann darf man sich auf der anderen Seite nicht beschweren, dass Fliegen eine Klimabelastung ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das waren Grüne, die Ryanair an den Flughafen Frankfurt gebracht haben, unabhängig davon, dass auch die sozialen Arbeitsbedingungen bei Ryanair eine sind, die wir für in gar keiner Weise akzeptabel halten. Umweltpolitisch problematisch, sozialpolitisch problematisch. Und wenn es um die Vorbildfunktion geht, deswegen der Gesetzentwurf geht in den zuständigen Ausschuss, da sollte man ihn in Ruhe in der Tat beraten. Ob man das in der Absolutheit macht wie die Grünen, finde ich, kann man eine ergebnisoffene Diskussion führen. Entschuldigung, nein, Gottes Willen, konnte gar nicht sein. Ich nehme es auch zurück. Tut mir leid, war noch nicht einmal beabsichtigt. Ich würde es jetzt zugeben, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns da einmal anschauen, wie verhalten sich Teile der Landesregierung? Dann klafft das, was die Kollegin Grohmann, jetzt ist sie auch gar nicht mehr da, ist sie da? Entschuldigung. Dann passt Realität und zu dem, was Sie vortragen, nicht zueinander. Weil ich kann viele Dinge von dem, was Sie zur allgemeinen geo- und weltpolitischen Lage und Klimaschutz gesagt haben, das findet zumindest, bestreiten wir auch nicht. Aber Frage, was machen Sie konkret in Hessen? Ich verweise auf die kleine Anfrage meiner Person, Drucksache 20983, relativ frisch. Ich habe mir mal erlaubt, aufgrund aktueller Erkenntnisse die Dienstreisen von Staatsminister und Prof. Dr. Sinemus abzufragen. Ach, die ist nicht da. Also, Frau Sinemus hat in einem Zeitraum von knapp 6 Monaten 17 Dienstreisen gemacht. Eine kann man so oder so sehen, Herr Kuhl. Das wäre noch kein Qualitätskriterium, Herr Kollege Bellino. Lassen Sie mich doch, Sie wissen doch, was jetzt kommt. Eine Dienstreise mit der Bahn, 3 Dienstreisen mit dem Auto und 13 mit dem Flugzeug. Und natürlich viele innerdeutsche Flüge nach Berlin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann nach Berlin mit dem Zug fahren. Das geht von Kassel, das geht von Fulda, das geht von Wiesbaden, das geht von Frankfurt. Ja, zugegebenermaßen, gelegentlich sind die Züge voll, gelegentlich gibt es Verspätungen, gelegentlich ärgern wir uns, zumindest die, die viel Bahn fahren, über Unpünktlichkeit und andere Dinge. Aber man darf in Sonntagsreden nicht nur immer etwas predigen, was man im Alltag am Montag genau nicht macht. Innerdeutsche Flüge kann man reduzieren, kann man deutlich reduzieren. Und das gilt genauso analog auch für Abgeordnete. Die Geschäftsführerkollegen wissen, über die laufen die Dienstreisen. Ich glaube schon, dass wir auch genau hingucken, ob das sein muss. Da gibt es eine Verantwortung auch von Abgeordneten. Aber eine Regierung kann auch Vorbild sein. Und man kann sicherlich jetzt dann mal gucken, wie das zukünftig sein wird. Ich finde, von 17 Dienstreisen, 13 mit dem Flieger, viele innerhalb von Deutschland, sind an der Stelle nicht angemessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will aber auch noch etwas sagen, was uns insgesamt in der Gesellschaft betrifft. Wenn wir reden, wie können wir die Belastungen in der Umwelt machen, nicht nur beim Fliegen, dann gehört auch ein verändertes Verbraucherverhalten dazu. Ich finde es zum Beispiel auch unangemessen, wenn man Online-Dienste in Anspruch nimmt wie Amazon und Ähnliches und dann der Wagen 5-mal in der Woche vor die Haustür fährt, um gebrauchte Artikel oder nicht gefallene Artikel umzutauschen, dann können wir alle unseren Beitrag leisten. Und das ist so ein Lackmustest an der Stelle auch für die Politik. Wir haben eine Vorbildfunktion, aber nicht nur die, sondern alle in der Gesellschaft können den Beitrag leisten, wenn man das Thema Klimaschutz, Umweltbelastung ernst nimmt. Und trotzdem muss man gucken, dass man das in Einklang bringt, auch mit den sozialen Belastungen.
Belastung. Weil der Aspekt kommt mir völlig zu kurz in der Diskussion. Da spielt alles keine Rolle. Wir erhöhen mal den CO2-Freipreis. Das ist nicht der einzige Maßstab, der einzige Parameter, sondern da gibt es noch ein paar andere Kriterien. Wir müssen unseren Beitrag leisten als Verantwortung für die zukünftige Generation. Der Gesetzentwurf der LINKEN ist möglicherweise nicht in allen Teilen bis zum Ende durchdekliniert, und man muss ihn vielleicht auch nicht in der Rigorosität anwenden. Aber man kann ein Signal senden, ja, wir haben verstanden, wir wollen etwas ändern. Bisher habe ich die GRÜNEN eher so verstanden, wir wollen eher nicht dran. Aber vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht interpretiere ich Sie über, Frau Grohmann. Das wird man dann im zukünftigen Kronemann, man wird das im Ausschuss diskutieren. Aber wenn Sie den Gesetzentwurf in Bausch und Bogen ablehnen, dann ist das auch ein klares Signal, dass die Worte und Taten der GRÜNEN eben nicht mit der Realität in Hessen, weil das in Hessen alles in Ordnung ist, nur rundherum gibt es Probleme. Das ist natürlich eine grüne Mär, die wir an der Stelle auch nicht mehr durchgehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis auf eine Sekunde haben Sie die Redezeit gut genutzt. Als nächstes Stefan Müller für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe zunächst den Gesetzentwurf gelesen und dachte, meine Güte, jetzt kommen die GRÜNEN schon wieder mit einem Verbot. Und dann habe ich gesehen, es waren die LINKEN. Aber um das deutlich zu machen, eigentlich wäre es ein urtypischer Gesetzentwurf, der wahrscheinlich vor wenigen Jahren hier noch von den GRÜNEN in den Hessischen Landtag eingebracht worden wäre. Und das hat man auch an der Rede von der Kollegin Gronemann gemerkt, dass sie äußerst schwierig gefallen ist, zu begründen, wieso die GRÜNEN diesen Gesetzentwurf am Ende wahrscheinlich ablehnen werden. Denn, meine Damen und Herren, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist das ein konkreter Vorschlag. Es wird jetzt die LINKEN nicht wundern, dass wir diesen Vorschlag auch nicht wirklich gut finden. Aber dass die GRÜNEN ihn nicht wirklich mittragen, wäre dann schon etwas verwunderlicher. Nichtsdestotrotz fehlt uns, sage ich mal, der Ansatz ist verkehrt. Hier arbeiten Sie wieder mit Verboten und Askese. Die Leute sollen das machen oder das machen. Warum setzen Sie nicht auf Innovation und Technologieoffenheit? Warum nutzen Sie nicht die Digitalisierung? Da geht es nicht um Beamen. Man kann ganz einfach auch mit einer Videokonferenz arbeiten, meine Damen und Herren. Wenn wir Fraktionssitzungen machen, schalten wir Mitarbeiter über Videokonferenz dazu. Die müssen nicht die Anreise mit Bus oder Bahn oder Auto machen. Das geht ganz einfach. Übrigens auch nicht mit dem Flugzeug, aber innerhessisch sind jetzt so viele Flüge zwischen Kassel, Calden und Frankfurt tatsächlich auch noch nicht ausgeprägt. Auch das wäre wahrscheinlich mal eine Anfrage wert, ob hier die Landesregierung zwischen diesen beiden Flughafen unterwegs ist. Aber, meine Damen und Herren, ich will mal kurz zu den Fakten kommen. Wir haben ja jetzt den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit schon im Reisekostengesetz drin. Und das macht auch Sinn, ihn da drin zu haben und ihn entsprechend dort zu behandeln. Wenn wir hier wieder um das Thema Flugverkehr diskutieren, dann diskutieren wir das deswegen, weil es ein Symbolthema ist. Aber es ist eben ein Symbolthema. Der Anteil von Flugverkehr am CO2-Ausstoß ist im Verhältnis zu den anderen Bereichen deutlich kleiner und geringer, ich will nicht sagen zu vernachlässigen, aber ist jedenfalls nicht wirklich relevant, wenn man sich dagegen den Autoverkehr, aber auch Bahnverkehr, wo insgesamt der Ausstoß aufgrund der mehreren Zugfahrten und mehrerer Verkehrsfahrten natürlich größer ist. Insofern, meine Damen und Herren, haben Sie sich geschickt als LINKE das Symbolthema Flugverkehr vorgeknöpft, um das hier zu diskutieren. Es ist aber, glaube ich, wenn wir sehen, dass der Flugverkehr in den Emissionshandel eingebunden ist, in den europäischen, als einziges, was beim Autoverkehr nicht der Fall ist, zum Beispiel. Das wären Ansätze, wo man eher darüber nachdenken sollte, wenn wir den Emissionshandel voranbringen wollen. Wir haben schon eine Luftverkehrsabgabe, es wird jetzt diskutiert, sie zu verdoppeln. Im Übrigen gehen die Zahl der Inlandsflüge seit Jahren bereits zurück. Das sind einfach mal so ein bisschen die Fakten, die man dann schon im Auge behalten will. Und womit hängt das zusammen? Wenn natürlich zwischen Berlin und München man mittlerweile in 3 bis 4 Stunden mit dem Zug fahren kann, dann steigen die Leute auch um. Also wenn man da etwas verändern will, hilft es doch nicht, das eine zu verbieten, dann muss ich das andere attraktiver machen. Das ist die Herangehensweise, die wir Freie Demokraten verfolgen und wie wir uns vorstellen, dass wir auch im Bereich des Klimaschutzes realistisch und mit einer guten Herangehensweise vorankommen. Meine Damen und Herren, Attraktivität steigern der Bahnen ist der eine Punkt. Aber
wir reden ja hier über das Reisekostengesetz. Und damit reden wir über viele Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen Landesverwaltung. Erklären Sie einmal einem Familienvater oder einer Mutter mit kleinen Kindern, dass sie, wenn sie am nächsten Morgen um 10 Uhr in Berlin einen Termin hat, am Abend vorher anreist mit der Bahn und übernachtet, damit sie am nächsten Morgen um 10 Uhr pünktlich da ist. Was sagen Sie da zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Wo ist dieser Gedanke? Wo ist dieser Gedanke? Der fehlt in dem Gesetzentwurf aus meiner Sicht vollständig, und auch das darf man nicht vernachlässigen, weil wir hier auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Hessischen Landesverwaltung haben, und der wollen wir zumindest gerecht werden. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir mit modernen Kommunikationsmitteln, Verstärkung der Videokonferenztechnik, das muss man natürlich auch mit den anderen Bundesländern in der Bundesregierung, auch Verbände, Wirtschaftsunternehmen sind aufgefordert, die sind an vielen Stellen schon ein Stück weiter, dass wir mit dieser Form der Digitalisierung, der Innovation, der Technologieoffenheit Verbesserungen schaffen und wir damit generell Fahrtwege sparen, weil wir damit nicht nur Fahrtwege und damit CO2 sparen, wir sparen auch Zeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nur den normalen Zeitaufwand für eine Besprechung und nicht noch für An- und Abreisen. Davon habe ich jetzt bis jetzt im Gesetzentwurf nichts gelesen, nichts gehört. Wir sparen auch Kosten, weil die Anschaffung von Videokonferenztechnik ist einmalig. Die kann ich dauerhaft nutzen. Aber ich kann nicht ein Zugticket zweimal benutzen. Also wir hätten Zeitersparnis, Kostenersparnis, Innovation, noch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bessere Arbeitsergebnisse. Meine Damen und Herren, das sind die Wege, die wir beschreiten müssen und nicht das, was wir hier im Gesetzentwurf zu lesen bekommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Und nun zum Abschluss auf der Abgeordnetenbank Herr Kollege Kasseckert für die CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist hier schon mehrfach angeklungen, dass wir die nächsten Tage wahrscheinlich kaum eine Diskussion führen werden, ohne dass sie einen Bezug zum Klimaschutz herstellt. Und so überrascht es nicht, dass die linke Fraktion hier mit dem Beschluss zur Änderung des Reisekostengesetzes auch das Thema Klimaschutz als Vehikel nutzt, um ihren Feldzug gegen den Flughafen, um ihren Feldzug gegen den Luftverkehr hier abermals auf dieser Bühne vorzutragen. Es wird Sie nicht überraschen, wenn wir diesen Gesetzentwurf ablehnen, aber ich glaube auch aus sehr guten Gründen diesen Gesetzentwurf ablehnen. In der Diskussion sind schon sehr viele Punkte genannt worden. In allererster Linie, glaube ich, müssen wir sehen, dass das Reisekostengesetz schon heute ja nicht den Flug vorschreibt, sondern Flüge eine der Möglichkeiten sind, die in der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen oder des Vorgesetzten liegen und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit unterzogen sind. Natürlich werden heute überwiegend alle Dienstreisen per Bahn, Bus oder Auto abgewickelt. Auch das muss man deutlich sagen. Der Flug ist nach wie vor die Ausnahme. Und er ist die Ausnahme nur dann, wenn er begründet ist. Und Zeitersparnis ist aus unserer Sicht eine gute Begründung. Und der Luftverkehr spielt seinen Vorteil dabei aus, wenn es über Strecken von mehr als 400 Kilometern geht. Und das sind eben Strecken, wie hier schon mehrfach genannt, Frankfurt nach Berlin. Da spielt Zeit in der Tat eine Rolle. Irgendein Kollege hatte vorhin das Beispiel genannt, das Roundabout. Ich glaube, der Antragsteller selbst. Roundabout, der Flug von Frankfurt nach Berlin am Ende von Beginn bis zum Ende des Fluges 2 Stunden umfasst. Wenn wir von Frankfurt fahren, oder nehme ich mal mein Beispiel von Langenselbold nach Frankfurt, von Frankfurt dann nach Berlin, selbst wenn ich von Langenselbold nach Fulda fahre, nach Berlin bin ich etwa 4,5 Stunden unterwegs. Roundabout ist es eine Zeitersparnis von etwa 2 Stunden. In der Tat ist es eine Zeit, die es notwendig macht, darüber nachzudenken, ob Flug das richtige Verkehrsmittel ist. Und diese Entscheidungsfreiheit wollen wir auch in Zukunft belassen. Was aber nicht gehen kann, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir über das Thema Reisekosten sozusagen zu Felde ziehen gegen den Flughafen. Was notwendig wäre, ist, dass wir die Anschlüsse verbessern, dass wir eben diese 4,5 Stunden von Frankfurt nach Berlin
auf 2,5, auf 3 Stunden, 3,5 Stunden. Wir haben das Beispiel ja in Frankreich, wo das gehen kann, dass man lange Strecken in sehr schneller Geschwindigkeit überbrücken kann. Wenn es uns gelingt, die Infrastruktur an dieser Stelle auszubauen, dass wir lange Verbindungen in der Fahrzeit verkürzen können, dann ist, glaube ich, am meisten dafür getan, dass wir auch vor dem Hintergrund der emissionsarmen oder emissionsfreien Bewegung innerhalb und Mobilität innerhalb der Dienstreisen einen großen Schritt vorausgehen. Die Stoßrichtung, die Sie hier gegen den Luftverkehr sozusagen vorbringen, geht auch deshalb ins Leere, weil der Luftverkehr an der ganzen CO2-Debatte, die wir in Deutschland führen, einen Anteil von 0,3 % hat. Natürlich ist es ein Anteil, und natürlich muss man darüber nachdenken, wo können wir besser werden. Niemand leugnet den Klimawandel. Und wir gehören, Herr Gagel, im Gegensatz zu Ihnen nicht zu den Klimadissidenten, wie Sie es vorhin so genannt haben, sondern wir erklären uns zu dieser Verantwortung. Niemand leugnet, dass sich das Klima verändert hat. Niemand leugnet, dass wir an vielen Stellen besser werden können. Niemand leugnet, dass wir ressourcenärmer unterwegs sein oder ressourcensparender unterwegs sein können, und zwar in vielen Politikfeldern. Aber sozusagen das Kind mit dem Bart auszuschütten und das ganze Dilemma jetzt auf den Flug- oder Luftverkehr zu konzentrieren, das halten wir für falsch. Denn wenn man die Zahlen sieht, dann macht der Anteil des Luftverkehrs 0,3 % aus, während wir auf der Straße immerhin etwa 21 % haben. Und noch viel stärker sind die Potenziale zur Verbesserung in Richtung emissionsarme oder klimaressourcenschonendes Vorgehen beim Thema Strom und Wärme. Das sind immerhin über 40 %. Das heißt also, wir appellieren an die Vernunft. Wir appellieren dahingehend, dass wir uns konzentrieren, unsere Kräfte dahin konzentrieren, wo wir wirklich etwas bewegen können. Das ist in der Straße, das ist beim Strom, das ist bei der Wärme. Aber das ist sicherlich nicht in dem Maße bei dem Luftverkehr. Wir wollen ihn deshalb nicht außen vor lassen. Und die Luftfahrt hat sich ja selbst in der Vergangenheit ja auch schon Ziele gesetzt, die Selbstverpflichtung der Branche, die ja so weit führt, dass sie die Reduzierung CO2 oder das Ziel CO2-Neutralität haben, dass sie die einzige Branche ist, die derzeit schon einem europäischen Zertifikatehandel unterzogen ist. Das heißt also, das, was wir in anderen Bereichen jetzt noch anstreben, und dass wir als hessische Landesregierung, als hessischen Landtag auch uns zum Ziel gesetzt haben, Flüge und Fliegen trotzdem emissionsärmer und sauberer zu machen, indem wir das Kerosin durch synthetisches Kerosin, Power to Liquid ist an der Stelle einer der Begriffe, dass wir Fliegen mit solchen Maßnahmen sauberer machen. Aber bitte schön, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns eben nicht der Verlockung unterliegen, jedes noch so kleine Thema jetzt unter der Klimaschutzdiskussion zu führen. Irgendein Kollege hat vorhin auch das Thema genannt, dass die Kanzlerin und die Verteidigungsministerin ja mit zwei Maschinen geflogen sind. Wissen Sie, meine Damen und Herren, man muss das Thema ja nicht allzu sehr ausdehnen. Aber es ist eine alte und bekannte Wahrheit, dass die beiden Personen, Kanzlerin oder Kanzler, und Verteidigungsminister, weil sie beides die Oberbefehlshaber sind, sowohl im Friedens- als auch im Kriegsfall, dass sie nie zusammen in einer Maschine fliegen. Dass dieses Thema jetzt so hochgekocht wurde, das war dem unglücklichen Zufall natürlich zuzuschreiben, dass man am Freitag die Beschlüsse vorgetragen hat und am Samstag diese Situation eingetreten ist. Aber noch einmal, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns, danke schön, Herr Präsident, aber lassen Sie uns nicht jedes noch so wichtige oder unwichtige Thema nur noch auf dem Rücken der Klimadiskussion führen, sondern lassen Sie uns zu der Sache zurückkehren. Dann bin ich sicher, dass wir auch die richtigen Entscheidungen führen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Als nächstes hat der zuständige Innenminister Peter Beuth das Wort. Meine herzliche Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja gesehen, das war eine freundschaftliche Diskussion, aber sie stört trotzdem den Redner. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will dem Aufruf des Kollegen Kasseckert nachkommen und zur Sache, nämlich zum Reisekostenrecht, wieder zurückkehren. Der Landesregierung ist der Klimaschutz ein besonders wichtiges Anliegen. Es ist ein Thema, das von uns bereits seit vielen Jahren ein
bei uns eine besondere Stellung einnimmt. Denn bereits vor 10 Jahren hat das Land Hessen die Nachhaltigkeitsstrategie für Hessen auf den Weg gebracht. Seitdem hat Hessen eine CO2-Bilanz, ein CO2-Monitoring aufgebaut, Energieeffizienzstandards bei Neubaumaßnahmen wie bei Bestandsbauten, Nutzung und Betrieb im staatlichen Hochbau eingeführt, CO2-Standards in der Beschaffung und eine Kompensation der verbleibenden Treibhausgasemissionen festgelegt. Und auch die Mobilität ist ein Punkt dieser Agenda. Im Rahmen der CO2-neutralen Landesverwaltung Hessen werden jährlich CO2-Bilanzen erstellt, die auf Fakten fußen und auf eine Klimaneutralstellung abzielen. Und deswegen, meine Damen und Herren, will ich auf den Gesetzentwurf des Reisekostengesetzes der Fraktion DIE LINKE hier in einer besonderen Form zu sprechen kommen, weil die formulierten Zwecke oder das formulierte Ziel mit diesem Entwurf jedenfalls mal nicht erreichbar ist. Sie wollen für Dienstreisen die Genehmigung von Flügen innerhalb Deutschlands und die Erstattung von Kosten für Flugreisen innerhalb Deutschlands grundsätzlich verbieten. Der persönliche Geltungsbereich des Hessischen Reisekostengesetzes erstreckt sich aber auf die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter im Landesdienst und über die entsprechenden tarifvertraglichen Verweise auch auf alle hessischen Tarifbeschäftigten. Für Sie alle regelt das Reisekostengesetz in § 4 Absatz 1, dass Sie als Dienstreisende Anspruch haben auf Erstattung der dienstlich veranlassten notwendigen Reisekosten, Art und Umfang bestimmt ausschließlich dieses Gesetz. Es formuliert also Ansprüche des Beamten gegen seinen Dienstherrn. Ist die Dienstreise einmal genehmigt, so darf sich der Reisende darauf verlassen, dass der Dienstherr den Aufwand, den der Beamte ihm vorgestreckt hat, auch erstattet. Was das Hessische Reisekostengesetz hingegen nicht regelt, ist das verwaltungsinterne Genehmigungsverfahren. Soweit Sie also mit Ihrem Gesetzentwurf verbieten wollen, dass bei Dienstreisen Flüge innerhalb Deutschlands überhaupt nicht genehmigt werden dürfen, fehlt es im Reisekostengesetz dafür jeder Anknüpfungspunkt und jeder persönliche Geltungsbereich. In Hessen gilt auch bei der Erstattung von Transportkosten, wie also Fahrt- und Flugkosten, der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit ausschließlich auf die Betrachtung des Kaufpreises für das Ticket zu reduzieren, wäre ebenso kurzsichtig wie Ihr Verständnis des Klimaschutzes. Es wäre darüber hinaus auch reisekostenrechtlich unzutreffend. Ich darf dazu aus der geltenden Verwaltungsvorschrift zitieren. Bei der Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels ist auf die Wirtschaftlichkeit am Tage der Buchung der Dienstreise abzustellen. Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind auch Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkte zu beachten. Ja, meine Damen und Herren, kein Ermessen, kein grundsätzlich, sondern eine glasklare Formulierung, eine klare Handlungsanweisung an die Genehmigenden, auf die die Dienstreisenden vertrauen können. Da braucht es keine Verbote mehr. Da sind wir in Hessen eben schon viel weiter. Passenderweise hat sich diese Woche das Kabinett mit einer Vorlage des Finanzministeriums beschäftigt. So sollen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen aktiv, CO2-neutrale Landesverwaltung, künftig die mobilitätsbedingten Emissionen durch den Erwerb von Emissionsrechten neutral gestellt werden. Mit den damit hinterlegten realisierten Klimaschutzprojekten, z.B. bei erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Brennstoffwechsel, Wälder, Forstwirtschaft, Moore usw. ist ein echter Zusatznutzen verbunden. Damit wird eine globale Verbesserung der Treibhausgasbilanz erreicht, die auf die Emissionen der Landesverwaltung angerechnet werden können. Auch durch diesen Baustein wollen wir bis 2030 das Ziel einer klimaneutralen arbeitenden Verwaltung erreichen. Meine Damen und Herren, es bedarf einer solchen Änderung des Reisekostenrechts nicht. Eine klimaneutral arbeitende Verwaltung erreichen wir auch ohne diese Änderung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Weitere Wortmeldungen liegen uns hier nicht vor, sodass ich mit Ihrer Zustimmung vorschlage, dass wir beschließen, dass der Gesetzentwurf 2012-29 zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Innenausschuss verwiesen wird. Das haben wir so getan.